So, es ist 14 Uhr, da 14:01 jetzt, gerade um mich switcht. Aber ich war 14 Uhr hier. Warum schaltet der Computer jetzt dauernd aus? Ich verstehe es nicht. Nö. Ja, hier nochmal auf Facebook. Fatzeburg. Benjamin Kwong. Ja, kenne ich alle nicht. Ich bin auf alle Fälle da. Ich war bei der Polizei, Zeugenaussage machen zu dem Lidl-Fahrrad. Ihr kennt das Video vielleicht bei mir, Lidl-Rad. Könnt ihr mal schauen. Ich war bei der Polizei und musste eine Zeugenaussage machen wegen schweren Fahrraddiebstahl. Zwar Verdacht auf schweren Fahrraddiebstahl oder was auch immer. Ich bin da nicht ganz unvorbereitet hingegangen. Ich habe mir einen kleinen. Ich weiß mir immer von der Zeugenaussage kriegt man immer nichts mit. Aber ich da bin ich nicht ganz unvorbereitet hingegangen. Ne? Ja, ich ganz mal so. Und dann, mal schauen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Bin sehr gespannt. So, guten Morgen. Oder guten Mittag. Jetzt warten wir erstmal auf. Der Dennis ist wieder da. Der hat mir eine Nachricht an die Tür geschrieben. Hallo, der Dennis hier. Ich habe ihn aber vorhin auch schon gesehen. Mit Mika. Mika ist natürlich auch wieder da. Nervensäge. Und hat Dennis voll gelabert von der Seite. Auch das habe ich gesehen. Warten wir mal, bis die Wehen hier auftauchen. Darf nicht, kann nicht mehr lange dauern. Und dann quatschen wir mal eine Runde mit denen, was so los ist, was so passiert ist. Der Flo stemmt da oben fleißig. Bis später. Einmal zentrieren. Machen wir. Ja, Pfannkuchen esse ich dabei. Und Kaffee brauche ich noch. Hol dir einen Kaffee, willst du? Ja, ich nehme Kaffee. Milchkaffee nehme ich aber. Ich bin ja anspruchsvoll. Können wir auch verrechnen, wenn dir nicht zu viel hältst. Ach, ich kann dir mal einen rauchen. Ja? Weiß nicht. Ja? Man sagt einfach Milchkaffee und jetzt nicht Man sagt Milchkaffee. Macchiato oder was. Heutzutage sagt man sagt Milchkaffee. Ist klein. Vergessen. Kein Vergessen. Kannst vergessen, weil das macht er nicht. Der macht's nicht. Zu dem. Der macht's nicht in der Tasse. Gut, dann. Nee, muss Pappbecher. Tut mir leid. Milchkaffee im Pappbecher. Logische Frage, Tasse mit ihm. Das macht der nicht, der Bäcker. Hat da keinen Bock mehr, da passt er mehr rein in die Tasse, deswegen macht er nicht. Glaube ich. Gut, ich hol mal einen Zentrierständer. So schnorre ich mich durch den Tag. Komm mal, Kaffee. Oh, Pfannkuchen. Brause nehme ich. Das ist fast so. 2:22 Uhr. Ich fange jetzt an, gleich. Tja, besser geht's nicht. Pass auf, ich komm morgen früh, wenn du willst, und putz den Boden richtig picobello. Ach, oh, ach, Hilfe. Es sei denn, du hast was anderes auf dem Schirm. Ich hab immer nur. Mein Schirm ist immer voll. Mit allem möglichen. Nein, ich wollte es dir nur anbieten. Das ist ein sehr netter Angebot. Das muss nicht deine Frau machen. Die hat bestimmt Wichtigeres zu tun. Ah, ja, viel zu tun. Und ich hab voll die Technik drauf, wie das Ding richtig Bombe aussieht. Was ma. Braucht nur 1 Euro dafür. Ein Euro? Ein paar Schwämme. Ein paar Schwämme. Ja. Kannst du halt haben. Okay, alles klar. Ja, guck mal jetzt, ich würde gern Feierabend machen jetzt. Merk hoch. Ja, ich würde auch lieber hier unten spachteln und Mucke hören.
Du, was willst du denn hier spachteln? Hier ist doch alles verspachtelt. Ich meine nur Beispiel so. Also du hast doch einen schönen Arbeitsplatz. Ich habe einen schönen Arbeitsplatz. Ich könnte mir hier vorstellen, einen coolen Möbel zu besten. Aber hier muss man sich ja schön machen, wenn du 12 Stunden am Tag hier bist, wa? Nein. Gut, gucken wir. Ja, eigentlich überall hier so viel, ey, wirklich. Dass der das nicht von alleine schneidet und da irgend so eine Asse rauswirft. Soll ich mal mit ihm reden? Nee, lass mal. Ich habe nicht Spaß gemacht. Muss man doch sehen. Wenn ich Eigentümer wäre, sieht er ja, ich würde die Wohnung aber regelmäßig angucken. Du. Mit mir würde es nicht so eine Pisse geben. Hier mein Eigentum verrotten lassen und so. Na sowas, ja. Da würde ja, ich gleich Kündigung geben. Ja, ja, klar. Steht da aber auch. Ich habe bei mir im Haus eine Alte, die hat seit 3 Jahren die Fensterscheiben kaputt. Und Pappe vorgehängt. Um Gottes Willen. Ja. Also ich hab Mietverträge sind immer so aufgebaut, dass da drin steht, dass man es das nicht verkommen lassen soll. Auch eigentlich. Aber hält sich, aber hält sich kaum jemand dran. Also bei mir, ja, okay, ich mach dann immer alles Mögliche. So hier ist ja nicht drauf. Wird immer gemacht, aber. Naja, gucken wir mal. Was soll das? Erstmal mit Meldung gemacht. Ach, erstmal mit Meldung gemacht. Wie? Na, was Meldung. Ist denn da? Hä? Was ist denn da? Na, Thomas? Ah, alles gut? Ja, und selbst so. So schön. Ja. Gut, wieder weg. Was ist die Wohnung, Mensch? Naja, zu tun, deswegen stehe ich ja dauernd in der Wohnung und hier unten und dann wieder in der Wohnung und dann wieder hier unten. Und immer hin und her. Was ist da los? Er schreibt wieder Geheimbriefe. Ich bin auch gespannt. Das habe ich gekauft bei André. Hier, habe ich noch gar nicht gezeigt gestern. Ich habe ja gekauft bei André. Ja, kann ich auch zeigen hier. Shimano-Grieß. Federgabelfett oder was? Können wir auch alle mal dran schnuppern. Du am Federgabelfett, ich am Shimano-Gräse. Ja, Raceface-Griffe. Ey, geil. Ratzefatze. Guten Abend für ihn. 15 Euro. Ja, wo? Habe ich gestern die Kurve? Nehme ich. Guck mal hier, ey, hol mal, wie sie alle geiern hier. Wieso, du darfst dir immer eine Federjahre über dir einsetzen. Zweimal rot, dreimal weiß. Ich hätte hier eine rot. Ja, toll. Na, du hast es ja gerade so zur Lektion-Dicht. Aber siehst du, er ist enttäuscht, dass er die. Ja. Teufels. Nur 15 Euro. Ja. Nicht hier 180 oder so ein Scheiß. Nee, das Federwölfett brauche ich nicht. Ja, Klatschbumm. Und Kennedy-Griffe. Auch bei. Ja, ich mein Freund gestern auch. Ich sehe gut. Spanisches Rohr. Ich würde ja noch ein paar rote nehmen. Ich habe jetzt. 15 Euro will ich dafür, bitte. Wie viel? 15 Euro war ich genau dabei. Ah, mein Geld, mein erster Umsatz heute. Kann, ey. Kauf nichts mehr. Kaufen. Kaufsüchtig ist er. Kaufsucht.
Ja, weiß ich überhaupt nicht, nein, ich verkauf so. Bei mir? Ja, so bei mir? Ach, soll ich so gut? Verkauf so.150 noch offen. 150. Und dann jetzt? Und die Dinger? Und die Dinger? Auch. Plus. Dann das. Dann. Ja, stopp, stopp. Ich schwör's. 100 Euro? Mauf. Mauf. Nix Mauf. Was soll denn das immer Mauf? Ist doch mal vernünftig. Kann doch nicht wahr sein. Ich werd hier irre. Und zuhören, ja, zuhören. Ja. 38 plus 4 macht 42. Hast du Carsten irgendwie ihr Team, weil ich nicht mal gefragt hatte? Ich hab nicht verstanden. Ich hatte vorhin gefragt, wir meinen doch wegen der Kiste und wegen dem Kompass irgendwie noch. Hätte ich mal Carsten selber noch fragen können. Ja, hättest du mal selber gefragt, weil ich wüsste das jetzt nicht mehr. Ich meine, mit dem Geld, das nervt mich auch, das ist mir zu viel. Okay. Von dir schreibe ich mir schon gar nicht mehr auf, von ihm das Fernsehen dauernd aufzuschreiben. Denn tausend andere Leute, die sich irgendwas borgen oder nicht oder auslegen oder. Ja, ich hab viel sagen. Ich hab ja keine. Ja, aber ich weiß immer nicht. Denn ich weiß, du fragst mich ja jetzt selber. Nein, ja selber nicht. Naja, weil du das ja Carsten geben solltest, ja. Als ich im Urlaub, also nicht im Urlaub, sondern als ich mit meinem Vater unterwegs war. Ja, aber dann kommt der Arnim und sagt, ich soll auch irgendwas von an Carsten okay. Erstmal bezahlen. Dann kommt der. Ich weiß noch nicht mal, was du gemacht hast. Hast du den Kompass von Carsten? Den Aktionskompass? Nee, wieso denn? Achso, aber ich bin noch haben wollte und dann Carsten nicht mehr sehen. Ach, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Klärt das bitte miteinander. Ist so. Das ist mir zu viel. Ich hab nichts mit deinem zu tun. Hab ich. Reicht mir schon, ja. Wegen seiner finanziellen Geschäfte abwickeln muss. Ja. Das dauert auch schon alles ewig. Und dann hört mir ja 10-mal an, wann kommt der nicht endlich? Wann kommt der? Also hört mir nicht an, aber Krieg zu verstehen. Das ist mal ein Problem. Der Kompass 42 der Euro hier. Schade. Und das? Mindestens 100. Minimum. Eine Karte aus dem Spreewald. Dazu braucht natürlich noch ein Kompass. Also war eben. Bist du bei, bist du bei 300 hier? Ja, alles egal. Guck mal, raus. Kohle, raus. Lass doch mal deine Frau. Das ist ja schon, halt schon bezahlt. Ja, hast du. Du bist nicht tot, du lebst noch fantastisch, ja. Kannst mir noch zurückzahlen, toll. Geh mal ganz kurz zu Marlies. Und sage, dass wir keinen Belag mehr aufs Brot kriegen. Weil Thorsten noch ein BMX haben muss. Mann. No, jetzt wird der Rahmen eingebaut. Jetzt wird der Rahmen eingebaut, sag ich. Strich.
Ne? So ist das ja. Kette ab, wo ist sie denn? Da. Dennis, Kette ab! Was? Kette ist ab! Kette ist ab! Die Wanne ist voll! Die Wanne ist voll! Kette ist ab! Kette ab! Schwarze Schwein! Wieso nicht? Denkst du, die Polizei war schon da? Was wollen die? Wieso denn? Wer soll denn da rankommen? Entschuldigung. Meinst du, ich lasse die hier irgendwie ran drin? Von Größe und habe ja auch Format. Ja, ich lasse da nicht jeden drin hier. Nur noch kurz eine Frage, habt ihr so Kinderfahrradständer? Kinderfahrradständer? Dafür nicht, nee. Zeigst du jetzt auf meins oder zeigst du auf ihrs? Ich zeig schon auf ihrs. Ja. Ich dachte, also, das wäre kein Kinderrad für mich deins. Ja, weil manche das Zwergenfahrrad, wenn ich da. Ach so, wohnt. Bist du geimpft schon? Nee, nee, ich schon. Wenn ich die Wahl habe zwischen den beiden, nehme ich das kleine. Okay. Das ist also zu klein, nee. Okay. Da leider nicht. Ich hätte vielleicht eine Idee. Und zwar Ziegelstein, Normalformat, hinten einfach mal auf den Gepäckträger auf. Wenn man den Fahrrad dann absteigen will, den Ziegelstein vom Gepäckträger hingelegt und dann Pedal auf ihr legen. Dann bleibt das stehende Fahrrad. Du bist viel zu kompliziert. Ich hab's auch nicht kapiert. Fälsch. Das war eh nur. Eine Spitzenidee. Das war nur der 1. Mai-Vorschlag. Nein, nicht von mir, damit hat er mich da nicht. Ziegelstein auf dem Gepäckträger. So wie eine erhöhte Kante, eine Pedale runter. Ja, machen die Kinder immer so. Wenn du siehst, alle, die mit Ziegelsteinen rumfahren, haben den Tipp angenommen. Ja. Von ihm. Die haben aber dann schon mit 4 Jahren 15 Oberarm. Ja. Hör auf! Ja. Ist das ein Quatsch? Achtung! Ich stoppe nochmal und jetzt kommt der Moment, wo der Hund ins Wasser rennt. Der Frosch ins Wasser springt. Ja, natürlich macht und sich mit Fröschen umringt. Ja, genau, natürlich macht mein Fahrrad Batterie wahrscheinlich nicht so, aber. Er hat das Fahrrad schon bestellt. Der kann, der will ja nicht im Internet, sondern der muss ja Proben sitzen. Der hat ja so ein paar. Kann er ja trotzdem. Einschränken und dann zurückschicken oder was? Naja, machen sie alle. Ich, das ist Deko. Ja, siehst du. Ich kann auch meine Räder nicht verkaufen. Ich bin doch gefahren da an hier. Ja. Na, sag mal. Naja, und dann ist es echt schwierig. Also, von mir ein Rad zu kaufen. Ich habe ja nun ganz andere Auswahlkriterien als mein Vater. Also ich fühle da wahrscheinlich eher was als er. Wie du findest eher was? Du findest eher nicht? Ja, das ist ja schon 44 Minuten an, nee, furchtbar. Man muss das Material, ihr braucht ja was Leichtes und was Federndes. So, ich mach mal weiter. Ja. Was haben wir hier? Kette habe ich jetzt gerichtet bekommen, auf alle Fälle irgendwie hingebogen mit Schaltwerk. Was ist hier dran zu machen? Die Bremse, meinte der Kollege, die Bremse ist irgendwie ab. Da muss man nur eine Schraube drin machen. Ja, da muss man nicht nur eine Schraube drin machen, das ist nicht mehr. Um Gottes Willen, nein, das habe ich gar nicht gesehen, die Felge ist ja komplett im Arsch. Oh. Und, hast du die Telefonnummer geschrieben? Nee, hat er nicht. Scheiße, aber guck dir mal die Felge an, ey. Hast du das schon mal gesehen? Brauchst du aber Kampa-Felgen? Was ist denn da? Ich sehe gerade nichts. Ich bin deprimiert. Was? Ah, Mann, ich hab's nicht wahrgenommen. Scheiße. Was denn? Die ist durch, oder was? Was sagtest du ja? Naja, wie? Total. Hier ist ja wenigstens noch, das ist ja ganz anders. Das ist ja wie 1001 Nacht hier. Und hier ist ja, warum hört man das nicht? Das ist voll reingefräst bis Anschlag, das ist schon durch. Alter, die bricht beim Angucken schon auseinander. Da, bumm. Angst, dass ich sie in der Fresse kriege. Ja, was soll ich denn jetzt da machen? Ich hab ja Glück, dass die Bremsen nicht mehr funktionieren, sonst wäre wahrscheinlich schon verunfallt auf der Straße. Oh, die hat hier, die hat wunderbar gebremst die ganze Zeit, weggeschliffen. Was bitte? Für die Toilette. Oh mein Gott, was? Ist es da so die Toilette verstopft. Na und? Ist so kalt? Ach, weil ihr immer Toilettenpapier ohne Ende reinschmeißt. Ein Problem, was Frauen haben. Nein, nur bei meinem Arzt.
Was Handschuhe? Nix Handschuhe. Rinder mit den Pranken und gut ist ja, das. Was ist dein eigener Scheiß? Dann passt du doch um. War? Was soll denn das? Handschuhe. Handschuhe. Wir haben auch schon Handschuhe. Handschuhe für die Toilette. Ist veraltet. Moin. Was ist denn da jetzt wieder los? Ich habe wahrscheinlich die ganze Klorolle da reingeschmissen. Ich habe keine Ahnung. Was soll denn die Scheiße? Ja, was ich auch nicht weiß. Und wieso? Ich mach mit Handschuhe. Ist doch kein Handschuh. Ja, aber eine Tüte. Warte mal. Hab ich schon gemacht. Ich schaff das alles. Das machst du nicht nochmal. Was ist denn jetzt rot das Auge wieder? Hm? Was passiert? Was ist denn los? Bist du traurig? Wegen der Toilette. Wegen der Toilette bist du traurig? Ja, wieso denn? Die funktioniert doch wieder. Oder soll ich sie wieder verstopfen? So, haben wir geschafft. Toilette ist befreit. Guck. Ich kann nichts dafür. Das ist das. Gemacht hab. Na, wenn ihr noch was dafür kann, dann du. Weil du hast es ja reingestopft. Das geht nicht. Immer nur ein Blatt. Aber Mama, was ist denn mit deinem Arzt? Und das. Das war das lauter Hobby, die Toilette verstopft. Na gut, haben wir geschafft. Mama, du bist dran schuld. Ich weiß, das ist auch schon. Du darfst natürlich nicht zum Arzt ziehen so lange. Was macht sie denn? Warum hustest du meine Pfannkuchen rein? Ne? Ja. Gut, ich mach gleich unten weiter. Bis dann, ciao. Arme versenkt? Doch, auf Essen. Also, ich hab's irgendwie Schupfnudeln, die haben mir überhaupt nicht geschmeckt. Das war aber noch 2009, da habe ich irgendwie gerade den Kopf auf den Essen gehabt. Ich habe eine riesengroße Schüssel davon gekriegt und da habe ich mich gefreut, Mensch, so viel Essen. Hast du gleich weggeschluckt? Ich merke, naja, das ist ja gar nicht so meins. Ach, hast du das in der Toilette versenkt? Jo. Oh Mann, mit Schüssel. Nee, ohne Schüssel. Und dann habe ich da versucht zu spülen, das ging aber nicht so richtig. Und dann habe ich mit einem Löffel mit tief drin gegraben und habe da durchgerührt. Ui, hört, ui, hört. Nassnudeln. Gut, was mach ich denn jetzt, Dennis? Erstmal mach ich die Bremse neu, die muss ja sowieso neu. Ich meine, auch vom AP sehen. Er wird ja das Rad hier wegschmeißen, oder? Wenn das Hinterrad im Arsch ist. Das Rad wegschmeißen? Also, ich weiß nicht. Nee, ich mach die Bremse nicht neu. Ich muss ihn erst fragen. Wann kommt der? Na, er sagte, er kauft sich ein neues Rad für das Geld. Ja, ist mal wahr. Jetzt noch 35 Euro. Nee. Weil kann er eh nicht. Ich kann ja nicht die Reparatur sowieso durchführen. Er kann das hinterher eigentlich ohne fahren. Schade, doch kein Auftrag. Naja, egal. Ich schraube jetzt die Bremse erstmal fest, weil bei der katastrophalen Situation der Felge. Hast du das mal gesehen? Jo, ich hab's ja, ich hab dich ja keuchen, husten, empören gehört. Diese, ja, ich meine. Achso, hier, ja. Auf der Seite. Ja, naja. Ach so. Naja, da ist. Wir reden nur von der Seite. Naja, da ist. Hä? Was will er? Nicht mehr los auf der Felge. Schleift, geht da, läuft auf den Zahnfleisch. Das bleibt jetzt. Ja. Das ist Müll. So oder so. Die Felge muss neu. Felge muss neu, vorher kein Bremsbelag neu. Fertig, aus. Das ist Fuck. Jo, jo, jo. Genug Zeit investiert. 5 Euro
kann ich ja nur 5 Euro nehmen für das hier einstellen, so ein bisschen, aber das war's. Der trägt 25 Minuten rum, ihr macht 5 Euro. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, Thomas, Alter, du bist doch echt eine nicht. Eine affektive Kackscheiße. Preissenkung. So, bitte. Wolfgang, fall nicht die Treppe runter. Nee, fang nicht auf. Kann nicht hochfahren. Mäcki war beim Friseur. Mäcki Messer? Na, Mäcki. Ah, Gigantenwolfgang. Sowohl frisiert sieht man nicht selten. Erscheint zur Musterung oder was? Ja, wie geht's denn so? Ja, gut. Und der Tag, Wolfgang, hoch. Nee. Ja. Hier, schenke ich dir was für deine Kinder. Ah, wunderbar. Ist das was zu essen? Esse ich sofort. Nee, nicht zu essen. Aber ja. Wehrdienstberatung. So, was wollen wir denn machen? Link. Na, die Königin aller Klassen. Zur Infanterie. Ja. Geht zur Infanterie. Und Alter, stand? Ja, geht da ja nicht. Ist das schlimm? Ich und du? Ja. Na, bring das mal hoch, wa? Wow, das ist ja ein Nerf. Ein was? Ey, Wahnsinn. Kaputt gemacht. Ja, alle, die überstanden wollen, ja. Hab ich. Endlich. Du bist ein bisschen älter geworden, wa? Nee, deine Haare sind kürzer. Ja, ich musste mal. Ich hatte alle Schultern irgendwie juckt, das hier überall. Ich musste mal. Ja, man geht auch heute Vormittag schnell. Und nächste Mal schnell, ja. Ja. Haben wir das hier zahlt? 12 Euro. Na, das geht doch. Geht doch, ja. Aber nicht so preiswert wie zu den Herzeiten, wa? Aber. Ja. Eng, ja. Dann war wieder die Aussicht aus dem Beute. Nee, hat er nicht gedacht, wir haben hier die Hände. 5 Mark! Genau, ja. Fast 5 Mark, jawohl. Fast 5 Mark. Hat er 70 Cent gekostet, Pfennig gekostet? 90. 90 Pfennig. Immer Kurzhaarschnitt. Ja, so ist das. So, wann kommt denn jetzt Zins zurück? Um 8. Jetzt haben wir das um 7. Ja? Thorsten? Nee, nicht Thorsten, sondern. Bist du wegen meiner? Nee. Julian, du, der Fischer. Ach, der Fischer ist doch da, oder? Nee, der ist nicht mehr da. Und wie ist Fahren? Alles in Ordnung? Okay, internationale Politik. Was ist mit der Brille? Hm? Hey, was ist mit der Brille? Das, weil ich eine Brille trage. Hm. Das ist erste Mal. Naja, seit bestimmt 20 Jahren. Ja, nee, das ist das erste Mal, dass du eine Brille hast. Ah, Wolfgang, sehe ohne Brille. Wolfgang, kannst du mal sehen, was? Du brauchst eine Brille. Ohne Brille nicht. Ich bin blind ohne Brille, Wolfgang. Na ja, ich habe nicht. Das ist bei mir. Da bin ich umgefallen. Ja, gut, vielleicht. Wolfgang hat dich nie beachtet, richtig? Tja. Doch. Oder dem Wolfgang haben die Haare so ins Gesicht geragt, dass er das nicht sehen konnte, wie du aussiehst. Jetzt mit frisch geschorenen Haaren, dann sieht er natürlich gleich viel besser. International Affairs. Affairs. Du kriegst das gerade nicht im Gange, wa? Nö, krieg nicht im Gange, weil mach ich auch nicht im Gange. Nie. Kommt weg. Für Kackrad. Ist nämlich. In dem Zustand ist ein Kackerlackerrad. Schwule Scheißrad ist das. Auch noch schwul, das ist auch noch lustig gar nicht. Hat ja aber eine Stange. Hätte man ja sehen können. Ja. Ah, ist Feierabend! Ja. Nee, in 2 Stunden. Ich bin jetzt eine Zahnbürste zu kochen. So lange brauche ich eine Zahnbürste zu kochen. Ja, du. Und nun? Was machen wir jetzt? Kommst hier und lachen. Was für ein Ding? Kommst hier und lachen. Und mit dem Arsch fliegen fangen. Genau. Ja, genau. Das sieht aus wie Thaddeus Tentakel. Das ist Thaddeus Tentakel. Echt? Als Futterball. Wir haben einen Zuschauer. Also ist jetzt. Du, ich mal heute Feierabend, ich schneide schon mal und renne schon mal. Passiert heute eh nichts mehr. Mäcki steht vorne. Da ist er. Da
Amadeus der Dackel ist ein Fackel. Der Mäcki steht am Ständer und kratzt sich den Kopf. Jetzt hat er gehustet. Da ist er. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Wo kriegt man denn so ein Ding hierher, so einen Garderobenständer? Keine Ahnung. Ich mach Feierabend. Bis dann. Ciao!